Bist du mit dir zufrieden? Bist du total happy mit dir oder wärst du gern ein bisschen anders? Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, dass du sein kannst, wer du möchtest. Klingt komisch, ist aber so. Und es ist sehr wichtig, dass du dir das klar machst, dass du dir nicht sagst, ich bin halt so oder das und das ist halt bei mir so, sondern du hast die Wahl, Dinge anders zu machen, wenn du es möchtest. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. In dem Moment, wo du der Meinung bist, dass das, wie du bist, wie du wirkst auf andere, das, was du kannst, deine Intelligenz, deine soziale Intelligenz, deine Art von Persönlichkeit, dass das alles Gott gegeben ist, wenn du dieser Meinung bist, dann schränkt dich das total ein. Dann setzt du dir Grenzen. Wenn du dir aber klar machst, dass du über diese Grenzen hinauswachsen kannst, wenn du das willst, dann steht dir plötzlich so vieles offen. Wie gehst du jetzt daran? Nach meinem Dafürhalten über zwei Wege. Es gibt zwei Wege, und ich würde beide gleichzeitig beschreiten und nicht nur eingehen. Die meisten Menschen sagen, ja, du musst dich erst von innen verändern und dann verändert sich's auch im Außen. Das ist die gängige Meinung. Und es fällt vielen Menschen so, so schwer, weil innerlich all diese Prozesse zu machen, die Dinge zu verändern, wo du Blockaden hast, weil du schlechte Erlebnisse hast oder weil du nicht an dich glaubst oder weil du dich klein und mickrig fühlst und weiß der Himmel, was da alles dir im Wege steht, wirklich zu der Persönlichkeit zu reifen, die du sein möchtest. Das sind ja große innere Prozesse und man blickt da nicht immer durch. Denn wenn das so einfach wäre, dann hätte man das ja schon längst gedreht, sind wir uns mal darüber im Klaren, dass das so wäre. Also wenn es so leicht wäre, das alles mal eben schnell zu drehen, dann hätte das ja jeder von uns schon gemacht. Das heißt, dieser Weg, nur von innen dran zu gehen, der ist oft sehr, sehr mühsam. Nichtsdestotrotz ist er wichtig, weil sonst wirst du bestimmte Sachen möglicherweise nicht erreichen können. Und dann gibt es noch das im Außen, ja? Und das wird oft so ein bisschen von manchen Leuten als weniger wertvoll betrachtet. Und dann heißt es so, ja, das ist ein Fake, dieses Fake it until make it. Aber wenn du das für dich machst, dann kann das extrem sinnvoll sein, weil das hat Rückwirkung, das hat eine Feedbackschleife. Ich möchte es dir erklären. Die Person, die du gerne wärst, also die beste Version deiner selbst, die handelt und agiert vermutlich anders, als du das im Moment tust. Die ist vielleicht souveräner, die ist gelassener, die ist angstfreier, die ist größer, die handelt immer perfekt, die reagiert perfekt auf Angriffe oder Vorwürfe, bleibt sie ruhig und so weiter und so fort. Die sieht vermutlich toll aus, ja, all das. Was wäre, wenn es auch so leicht ist, diese Dinge einfach erstmal im Außen herzustellen und zu gucken, dass seine innere Befindlichkeit einfach dem folgt? Wenn du meinst, das geht nicht, dann probier es doch mal aus. Denn indem du bestimmte Dinge einfach tust, wirst du feststellen, dass sich im Inneren auch etwas verändert. Wir kennen das aus der Medizin. Also beispielsweise, wenn du in der Physiotherapie bestimmte Übungen machst, dann verändert sich in deinem Körper etwas. Aber es verändert sich in dem Moment, wo du schmerzfrei wirst, nach einem Unfall oder so, plötzlich auch deine psychische Befindlichkeit. Weil ohne Schmerzen bist du besser drauf, ja? Und genau das passiert auch, wenn du über diese Äußerlichkeiten rangehst, also über Verhaltensweisen. Mal dir doch mal ein ganz genaues Bild von der Persönlichkeit, die du gerne wärest, die du im Grunde genommen sogar schon bist. Das ist ja schon vorhanden in der Anlage, sonst könntest du es dir ja gar nicht wünschen. Und dann versuch dich doch einfach mal so zu verhalten. Und dann wirst du vielleicht merken, dass es noch nicht immer so gut klappt und dass es hier oder da noch kleine Schwierigkeiten gibt. Aber du wirst auch merken, dass es in manchen Punkten schon sehr gut klappt. Und das wird dich auch wieder ermutigen. Ich bin der Meinung, du kannst wirklich die Persönlichkeit sein, die du sein möchtest. Du bist
gar nicht darauf angewiesen, so zu sein, wie du bist, sondern du kannst das alles drehen, du kannst das alles verändern. Aber du musst von beiden Seiten rangehen. Du darfst dich von allen Seiten entwickeln. Deine Haltung dir gegenüber ist so entscheidend, wie du dich selber siehst. Wenn du dich siehst in der besten Version deiner selbst, wenn du sagst, ich bin so, ich bin die beste Version meiner selber, und dann malst du dir ganz genau dieses Bild, wie das ist, wie du dann bist, ja? Dann wirst du plötzlich feststellen, es ist viel, viel leichter. Also innerlich immer wieder in dieses Gefühl reinzugehen, wie es wäre, wenn du tatsächlich schon so wärst. Wie es wäre, wenn du so cool wärst, so souverän, so gelassen, so schön, so sportlich, so dynamisch und so weiter und so fort. Dann wirst du plötzlich merken, dass das Äußere dem Inneren immer mehr folgt. Du kannst aber auch einfach wirklich im Äußeren was machen, regelmäßig, ja, wenn du sagst, ich möchte mehr Sport machen oder so, dann tust du es einfach mal. Und du wirst sehen, es wird sich ganz, ganz viel verändern. Also verhalte dich doch mal so wie der große, souveräne Chef, ja, oder die Chefin. Verhalte dich doch mal so wie die Unternehmerin, die 50 Millionen im Jahr verdient. Verhalte dich doch mal so. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was heute ist, und zwischen dem, was dann ist? Wo ist der Unterschied? Und dann gehst du mal genau da rein in dieses Gefühl. Und dann machst du das möglichst häufig. Und du wirst sehen, es wird etwas passieren bei dir. Und das geht viel schneller, als wenn du jetzt nur über diese inneren Prozesse arbeitest. Weil du von beiden Seiten dran gehst. Doppelt so schnell. Teilweise ganz, ganz schnell. Wir erleben das immer wieder. Und wenn du dann feststellst, dass es so schnell geht, dann kannst du dir auch wieder höhere Ziele setzen, kannst noch einen Schritt weiter gehen. Aber du darfst an dich glauben, das ist so wichtig dabei. Wenn du das Gefühl hast, du würdest dich gerne bei diesem Prozess begleiten lassen, kannst du gerne zu uns ins Coaching kommen. Schreib uns einfach eine E-Mail an info@pro-charisma.com und dann nehmen wir mal miteinander Kontakt auf. Schreib uns einfach mal, wer du bist, was du machst. Dann kommen wir mal ins Gespräch, dann schauen wir mal, ob ein Coaching-Programm vielleicht sinnvoll ist für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du genau die Persönlichkeit sein kannst, und ich sage nicht werden kannst, sondern sein kannst, die die beste Version von dir selbst ist, weil dadurch wird die Welt auch reicher und dein Leben sowieso. Also ganz viel Freude und ganz viel Erfolg.